und das Ganze auch nicht ganz ungefährlich ist. Also die Disziplin ist notwendig. Unbedingt. Also kann ich nur doppelt unterstreichen, wenn man vor allem jetzt am Boden sich die Übung anschaut, mit den Abrollern, mit den ganzen Drehungen, Saltos. Also wenn man da nicht völlig auf der Höhe ist und völlig konzentriert, dann kann das manchmal böse enden. Ja, was man aber nicht hofft. Dafür trainieren wir jeden Tag auch 5 bis 6 Stunden. Und wir sehen Toshiya Ikairi. Wow. Also eigentlich ist ja die Reihenfolge immer so, dass ja der stärkste Toner zum Schluss tont. Also wenn der stärkste Toner bei denen dann jetzt zum Schluss kommt, dann bin ich auf die Übung gespannt. Also, die ist ja schon jetzt sehr, sehr hochwertig hier. Und die Japaner ja generell bekannt für die Versuche, auch in der Ausführung nahezu perfekt zu turnen. Das war für mich auch immer ein großes Leitbild. Halt der, gerade der Kohei Uchimura, der für mich der unangefochtene, eleganteste Turner auf der Welt ist, der ist für mich wirklich eine ganz andere Kategorie. Deswegen war ich auch immer sehr, sehr froh. Ich war Vize-Weltmeister, also okay, er ist Weltmeister. Da habe ich völlig, völlig entspannt gesehen. Weltmeister hinter Kohei Uchimura, der zum 4. Mal in Folge Weltmeister wurde dieses Jahr. Unglaublich. Das ist für mich wirklich, für mich halt eine falsche Generation, wenn man so will. Ja, gerade mit dem besten Turner, den es in dem ganzen Jahrhundert gab, und das kann man wirklich auch so sagen. Keiner ist so ausgeglichen und turnt auf so einem Niveau und das auch noch über die ganzen Jahre. Unglaublich. Chapeau. Aber auch Philipp Boy wurde bei den Weltmeisterschaften 2010 zum Richtig. Elegantesten Turner der Weltmeisterschaften gekürt. Bei einer Weltmeisterschaft übrigens, bei der der Japaner Kohei Uchimura den Weltmeistertitel gewann. Und trotzdem war Philipp Boy der eleganteste Turner. Was zeichnet die Eleganz, wenn wir hier die Zeitlupe nochmal sehen, was macht die Eleganz beim Turnen aus? Also erstmal ist für mich ja so eine Interpretation von Eleganz, wenn man eine Übung zelebrieren kann. Wenn man sie nicht gerade so runterwirkt und man sich freut, dass man durchgekommen ist, sondern die Übung sehr schwer ist, aber die Zuschauer denken, boah, das muss ja tierisch einfach gewesen sein. Also der mit einer gewissen Leichtigkeit dann halt gerade diese Übung in meinen Augen zelebriert. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, man muss nicht unbedingt der Größte sein, aber wenn man natürlich ein bisschen größer ist und dann eine Übung turnt, kann das dann immer schon ein bisschen eleganter aussehen, jetzt gerade halt, was jetzt mein Vorteil war. Ich war so eine Art Newcomer, also die kannten mich natürlich schon, aber sich natürlich in den Wettkämpfen da so gestochen, geturnt hatte und das war halt. Der Asiatischen, denn in der ersten Riege mit den Japanern zusammen sind die deutschen Turner, jeweils 3 Turner gehen pro Mannschaft.